Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Exotic TV. So, heute mache ich mal so ein kleines Infovideo, beziehungsweise ich wollte euch jetzt mal meine neuen Tiere zeigen. Und ja, es ist relativ viel passiert in meiner eigenen kleinen Hobbyzucht hier und ich wollte euch das auch einfach mal zeigen. Ich habe nämlich einen Vogelspinnenkokon jetzt, der wurde vor 2 Tagen gelegt, den zeige ich euch auch noch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, das erste neue Tier, was ich euch vorstellen möchte, ist diese Sungaia inexpectata Dame. Sungaia inexpectata habe ich schon seit gut einem Jahr in der Zucht, aber das ist jetzt eine andere Form. Das ist jetzt die sogenannte Lowland Form. Ich zeige euch mal das andere Tier. Ich habe 2 Weibchen gekauft. Also das sind diese gestreiften. Ich habe noch die sogenannte Highland Form. Das sind dann die nicht gestreiften. Die sind so weiß, weißlich. Die kann ich euch auch mal zeigen. Also die sind sehr schön und ich hoffe, dass die auch gut nachzüchten, wobei die legen sehr schön Eier. Ich fütter die jetzt mit Efeu, und das fressen sie sehr gut. Und ja, den Kleinen setze ich hier mal hin, beziehungsweise die Kleine, wenn sie hier raufkraxeln möchte. Und ich hole euch mal eine Highland-Tier. So Leute, also das ist jetzt hier ein Highland-Tier, man sieht, es ist sehr weiß. Das ist ein adultes Weibchen aus eigener Zucht noch, von letztem Jahr. Also ja, man sieht da so einen riesen Unterschied. Die sind natürlich auch getrennt. Wobei das sind Weibchen, also da kann man eigentlich nicht sehr viel... die können sich also jetzt nicht verpaaren. Ich habe jetzt keine Männchen. Aber bei den Sungaia inexpectata Lowland, also bei den Gestreifen, da war ein Männchen drauf. Also die Eier, die jetzt legen, stammen dann aus geschlechtlicher Zucht. Bei denen ist das eine nicht geschlechtliche Zucht. Und... ja, die habe ich jetzt wie gesagt schon gut einem Jahr und ja, die sind dann neu dazugekommen. Finde beide Arten sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, dass die bei mir hier in der Zucht gut bleiben können. Also gut Eier legen, gut nachzüchten. So Leute, dann hole ich mal das nächste Tierchen. So Leute, das nächste Tier ist eine Heuschreckenart und zwar eine südamerikanische Art. Der Lateinname ist unten eingeblendet. Irgendwas mit, ich glaube, Tee Surinama heißen die. Eine sehr, sehr schöne Art. In Ungarn eine richtige Rarität. Also die sind jetzt so hier in Ungarn angekommen, dass der Zoo hat Wildfänge bekommen. Letztes Jahr, ich glaube, im November oder so. Und so bin ich an die Jungtiere von diesen Wildfängen dran gekommen. Und ja, da bin ich jetzt sehr glücklich über die Tiere. Ich hoffe, dass sie sich gut vermehren lassen. Ich habe in deutschen Foren gelesen, dass sie sich sehr gut vermehren und ja, ich hoffe, dass bei mir die Art auch gut bleibt. Es ist eine wunderschöne Art. Haltungsvideo kommt wahrscheinlich noch. Ich hoffe, dass die Kamera relativ gut fokussiert, wobei, naja, wer weiß. Und ja, Haltungsvideo kommt dann noch. Ist eigentlich keine sehr große Art, also ist eher eine kleinere Art, aber trotzdem sehr schöne Farben. Und dann kommt das nächste Tier. So Leute, hier hätten wir das nächste Tierchen. Jetzt endlich mal ein Raubtier. Das ist ein Philokrainer Paradox adultes Weibchen. In der Green-Form, also der Grün-Form, ich habe es ja super adultes Weibchen gekauft, die hat sich jetzt während der Woche gehäutet, also das ging jetzt relativ schnell. Für Deutsche natürlich keine Seltenheit, Philokrainer Paradoxa, ich muss aber sagen, leider ist in Ungarn wirklich das Gottesanbeterin-Hobby überhaupt nicht verbreitet, also es gibt kaum Arten, die man hier kriegt und ich bin sehr froh über mein Pärchen hier. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein super adultes Pärchen, das Männchen sollte sie auch bald häuten. Und ja, ich hoffe dann, dass ich dann die Art nachzüchten kann. Normalerweise kann man die relativ gut nachzüchten. Also es ist jetzt keine sehr komplizierte Art. Und ein Haltungsvideo kommt noch, wenn ihr eins haben möchtet. Aber ich glaube, von Philokrainer Paradoxa gibt es schon ein paar. Wenn ihr möchtet, kann ich noch ein Haltungsvideo machen. Aber schreibt es mir dann bitte in die Kommentare. So, und dann kommen wir zum nächsten Tier. So Leute, Vogelspinnen habe ich mir natürlich auch ein paar gekauft. Hier sehen wir zum Beispiel eine Keratogyrus marshalli. Ein Spiderling mit ungefähr 3,5 bis 4 cm Körperlänge. Und von denen habe ich 4 Stück gekauft. Und ich habe noch Acanthoscuria geniculata, habe ich noch 3 Stück gekauft. Und ich habe noch 2 Neohelota Insei Gold gekauft. Und noch eine Porzoteria Tigram Vercelli. Ich werde euch jetzt aber wahrscheinlich nicht alle zeigen. Ich zeige euch noch vielleicht eine Geniculata. Und dann machen wir weiter, sonst wird das Video hier noch 2 Stunden dauern. Also bis gleich.
So Leute, ich habe mir auf der Börse nämlich auch noch Asseln gekauft. Das sind jetzt hier Amadillidium Speck Albino. Sehr schöne Art. Sind ganz weiß. Ich hoffe, dass die Kamera relativ gut fokussiert, wobei jetzt geht's eigentlich. Sind halt relativ klein, die Tierchen. Die sind echt wunderschön. Von denen habe ich jetzt 10 oder 12 Stück. Und ja, ich hoffe, dass sie sich auch gut vermehren. Die bekommen jetzt hier Laub und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Grünzeug. Und ich habe jetzt eigentlich schon 6 Asselnarten. Die habe ich euch natürlich noch keine gezeigt. Und ja, ich zeige euch jetzt noch eine Asselart, die ich noch auf der Börse gekauft habe. Und eventuell mache ich dann noch ein anderes Asseln-Video. Ups, die sind jetzt gerade hier weggekrabbelt. Können wir gucken, wo noch eventuell ein paar Tiere sind hier unterm Laub. Wobei ich sehe jetzt gerade keine mehr. Ah, hier ist noch ein Tier. Da kann man das dann relativ gut sehen. So, ich zeige euch jetzt wie gesagt noch eine Asselnaht. Und ja, dann wollte ich euch noch mein Vogelspinnen-Koko zeigen. Beziehungsweise die Frösche dürfen wir natürlich nicht vergessen. So Leute, hier können wir die zweite Asselnart sehen. Beziehungsweise die krabbelt hier gerade weg. Die Art heißt Amadillidium Speck Albania, Orange Banded. Also man sieht halt, dass die so einen orangen Rand haben. Eine sehr schöne Asselnart, die habe ich auch aus dem Zoo. Also ich habe da zwei sehr gute Bekannte. Der eine ist eher so ein Phasmiden-Typ und der andere, der hält halt relativ viele Geckos, aber er hat auch Insekten und Asseln auch. Da sehen wir noch ein Tier. In dieser Box habe ich übrigens ein sehr so eine Gemeinschaftsbox, da sind nämlich 1000 Füßer und 2 Asselnarten drin. Ich habe erstmal Trihorina Speck drin, also eine Trihorina-Art drin. Das sind diese kleinen weißen Asseln, die tropischen. Gut, das wird die Kamera bestimmt nicht sehen. Das kleine weiße Fleck da, das ist halt Nassel. Das ist eigentlich unmöglich, dass die Kamera da drauf fokussiert. Und ich habe noch 1000 Füßer drin, die werde ich ja wahrscheinlich nicht finden. Das sind die Anandobolus monilicornis, das sind so kleine gelb gebänderte 1000 Füßer, sind eine sehr schöne Art und ja, es ist eine relativ kleinbleibende Art. Und ja, übrigens, wenn ihr ein Asselvideo haben möchtet, ich werde wahrscheinlich sowieso eins machen, weil ich noch keins auf YouTube gefunden habe, schreibt es das bitte in die Kommentare, das wäre nett, weil dann weiß ich, dass da Interesse wäre. Zu diesen kleinen Tieren sind übrigens sehr faszinierend. Also ich sage immer, man darf sich nicht nur für die großen Tiere interessieren, also nicht nur für diese riesen Stabschrecken oder sowas, sondern man muss auch die kleinen Tierchen interessant finden, weil die sind wirklich sehr interessant und auch sehr schön, zum Beispiel diese Art hier. So Leute, und hier hätte ich die letzten Tiere, die ich auf der Börse gekauft habe. Das sind 2 chinesische Rotbauunken. Lateinischer Name Bombina orientalis. Das ist, glaube ich, jetzt das Männchen, was da schön auf dem Ast sitzt. Ja, die sind ein bisschen ängstlich. Die haben gerade auch Futter gekriegt. Ich habe jetzt ein Terrarium mit dem Maßen 40x35x25. Ich glaube, das sollte für ein Pärchen reichen. Ich habe ein relativ großes Wasserbecken. Bei dieser Art wichtig, das Wasser darf nicht zu tief sein, weil die mögen es schön flach. Und ich habe hier Waldlaubhumus und schön viel Moos bzw. Rinde, was mit Moos bewachsen ist. Das ist, glaube ich, ein gutes Terrarium für ein Pärchen. Das sind auch meine ersten Amphibien, die ich habe, und ja, wirklich sehr interessante Tierchen. Auch das Jagdverhalten ist sehr interessant. Na, guck einer, das fokussiert sogar richtig schön. Ja, über die kommt hundertprozentig noch ein Haltungsvideo. Ja, und die sind sehr, sehr einfach zu halten, also für jeden Anfänger in der Terroristik bzw. in der Amphibienhaltung kann ich diese Tiere nur empfehlen. Sind wirklich sehr einfach zu halten und brauchen auch nicht so viel Platz. So, ich zeige euch jetzt noch den Vogelspinnenkoko und dann wäre das Video eigentlich auch schon zu Ende. Also bis gleich. So, der letzte Teil des Videos ist wie gesagt der Koko. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich blende euch am Ende des Videos noch 2 Bilder ein, die sind meiner Meinung nach relativ gut geworden. Ich glaube, man erkennt es schon. Das ist Coco von Chilobaris Huahini. Die gute Dame wurde noch im August verpaart, also das hat jetzt recht lang gedauert, bis sie ihren Coco gelegt hat. Sie hat ihn am 3. März gelegt und ja, jetzt bin ich sehr happy und ich hoffe, dass das ein guter, befruchteter Coco ist. Und ich werde ihn ungefähr Anfang April dann entnehmen, also im Grunde genommen am 3. April müsste ich ihn entnehmen, aber wahrscheinlich eher am 2., weil dann ist Sonntag, beziehungsweise ich werde ihn am Wochenende entnehmen dann. Und ja, ich schaue dann halt, ob das gut ist. Ist ein relativ großer Kokor, also die hat wirklich dann, bevor sie den Kokor gelegt hat, wirklich sehr gut gefressen. Also die hat
zweimal die Woche eine Schabe verputzt und die hatte wirklich einen riesen Arsch. Jetzt hat sie den Kokon gelegt und ist sie wieder schön schlank geworden. Und ja, ist aber ein schön großer Kokon. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und ja, ich habe euch jetzt eigentlich alles gezeigt, was so... Ich habe nicht alles gezeigt, was neu ist, weil da ich habe euch noch viele Tiere nicht gezeigt, die ich habe. Aber das kommt dann mit der Zeit auch noch. Ich habe euch halt die Tiere gezeigt, die ich auf der Börse gekauft habe. Ja, noch einmal, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und hier nochmal vielen Dank an die fast 550 Abos. Ihr seid echt klasse, weil vor einer Woche oder vor zwei Wochen hatte ich erst 500. Und ich nähere mich jetzt der 600 Marke. Und das ist wirklich mega krass. Und ja, vielen Dank dafür. Und ja, dann in der nahen Zukunft werden dann Haltungsvideos noch kommen. Wahrscheinlich von den Fröschen dann Haltungsvideos, von Paradoxa Haltungsvideos, Asseln-Videos. Ja, ich denke mir da was aus. So, wir sind dann beim nächsten Mal. Tschüss.